Würde mir gern. Gern auf meinen Channel kommen, da ist er. Das Mic klettert jetzt, glaube ich, höher. Durchaus. Das Mic klettert jetzt, glaube ich, höher. Durchaus. Okay. Das Mic. Spielen wir noch einen Meter weiter. Mit Maximum Kommentar. Also wir hauen uns da runter. Wir fetzen das auf. Einfach nur, ja, um das Feuer brennen zu sehen. Feuer ist schon laut. Wir haben da eigentlich schon super Wands. Also, mit der Dynamit können wir den Mann sprengen. Einfach. Ah, das ist schlauer, das ist schlauer. Verstehe, Ari. Er haut einfach nach unten ab. Aber nicht mit uns. Wir kriegen sein Geld. All sein Geld. Ah, da sprengen wir uns frei. Wollen dazwischen sein Geld. Killen ihn. Ja. Ah, ja. Er macht uns kalt. Da ist noch ein Stivari, aber wir haben nicht genug Wasser. Wir können ihn ein bisschen anschießen. Und abhauen. Abhauen, wichtige Grundtaktik, die man parat haben sollte in Neuter. Können wir diesen Schleim zu Wasser machen? Wir sind Jesus. Gott, ist das gut. Juhu! Und wir haben noch 14 Dynamiter, wenn wir eins investieren, um da runterzukommen. Müssen wir halt ihm Hallo sagen. Und dann können wir da mehrere, oh, oder nur zwei auch nur, investieren, um da runterzukommen. Wiederum hier Wasser. Und wir schnappen uns ultra frech diesen Pfeilstab und hoffen, dass nichts passiert. Es passiert nichts. Wunderbarstens. Jetzt können wir aber auf jeden Fall Wasser einfüllen. Das sollte jetzt kein Schleim dabei sein. Was sagt das Ding? Ah, ist toxisch dabei. Na, wundervoll. Dass da wieder nicht gescheit weitergeht, sprengen wir uns weiter runter. Landen da unten und hauen uns hier raus. Hier heben wir das Helf auf. Wow. Schauen uns alles genau an. Stellen fest, dass wir nichts brauchen. Überlegen uns, welchen Wand, nämlich den, wir als nächstes featuren wollen, als unseren Primär-Scheiß-Wand. Und 3,45, 22, gute Frage. Aber wir haben ja die Entscheidung längst getroffen. Wollen wir da noch irgendwas anderes? Wir hätten da einen Plasma-Cutter. Den geben wir einfach auf den Wand drauf und den schießen wir mal kurz. Zu sehen, was das alles kann. Der kann natürlich aufschneiden. Jetzt nehmen wir, ach was soll's, Reroll, weil wir haben ja 200 mitgenommen, nehmen Gold is Forever und sind hier raus. Tschüsse. Das Spiel beschenkt uns gleich mit einem wunderbarsten Wandibär, der sogar graben kann. Somit brauchen wir den Scheiß hier nicht mehr. Können gleich auf den umschalten. Wir schießen doppelte Plasmabälle. Das rockt. Also haben wir uns weiter nach unten auf der Suche nach Zeug. Oh Mann, wir haben den Biom-Modifier, dass hier überall Scheiße rauskommt aus den Wänden. Nämlich Zeug. Aber dieser Grabwand ist super stark. Das heißt, wir haben hier die Basis für einen wunderbaren Run. Und ich bin der Kohlevernichter. Nennt mich den großen Kohlefeld, da ist ein Mana. Nehmen wir gleich, wir brauchen kein Dynamit mehr. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Und hier sagen wir den Jungs, gute Nacht. Das sind nämlich die Jungs vom Dynamitwerfen. Ah, ich liebe diesen Doppelschuss. Wir schauen einfach zu, wie sich die Gegner selber umbringen.
weichen geschickt diagonal dem Schleimbolzenmann aus. Wir kämpfen hier den zweiten lila Mann. Wir ziehen uns geschickt nach oben, weil es zu chaotisch wird. Machen den Schleimbolzen aus der Entfernung. Tauchen ab ins Wasser, weil wir voll mit Schleim sind. Schalten aus irgendeinen nicht erfindlichen Gründen um auf den Dings, auf die Pfeilwaffe. Und jetzt machen wir Trick 17, wir ficken das blöde Wespennest von oben. Das muss doch jetzt hinhören, hat er zu sagen. Unseren Plasmabällen kann einfach keiner widerstehen. Verdammt sind die sexy. Oh Mann, aber wenn wir nicht immer auch die Schüsse vom Shotgun-Typen tanken würden. Jetzt können wir uns noch ein bisschen Kohle besorgen hier und ein bisschen explorieren. Wow, diese Biene hat sich durchs Feuer gehauen wie Rambo. Okay, wundervoll. Alles brennt, verflucht nochmal. Und Bombenmann mischt sich auch noch ein. Dann gehen wir mal abtauchen kurz und dicken einfach raus unten. Ah komm. Während wir halb ersticken. Was so irgendwie nicht geplant war, aber da ich heute absolut super careless spiele und halt diesen Mörder warnt habe, das muss man auch mal finden. Oh, Ambrosia. Doppel Blatt. Komm, wirf was. Ah, jetzt wirft er nichts mehr. Jetzt wirft er nichts mehr. Na doch. Komm, wirf noch was. Ich hab ganz viel. Ah, er wirft nichts mehr. Das habe ich noch nie gesehen. Ah, wegen der Pflanze. Diese Rankenpflanzen sind halt schon auch schlimm. Den habe ich von unten gemacht, wie ein verdammter Sandwurm aus Dion. Da sind schon wieder Bienen en masse, die mit ihrem Lavascharm sprühen. Aber wir sind zu schnell, wir sind schon wieder durch und vorbei. Während ich wegschaue, um den richtigen Stab zu selektieren, wir sind runter auf 39 Leben. Ja, wir laufen ja auch wirklich durch überall. Ja, macht schon Spaß mit dem Teil hier. Mit dem können wir eigentlich weitergehen auf den nächsten Level. Aber wir sind noch zu gierig, wie immer. Na, dieser war der hat, hä? Dass der zu fett angegriffen hat, ich glaube, das war einfach nur, weil ich so nah war. Und jetzt haben wir 14 Leben, das heißt, wir hauen ab. Wir hauen einfach ab. Mit der schnellste Run der Welt. Okay, er hatte noch einen Zauberstab aufgehoben. Mit Bomben. Nee. Ab geht's. Dankenswerterweise nehmen wir wieder nochmal Elektro, aber wir haben nichts Elektronisches. Das sind Schrottperks. Ein neuer Healthy Exploration vielleicht. Invis, wieso nicht? Das bedeutet, wir versuchen zu speedrunnen und laufen einfach durch wie ein Einser. Was haben wir denn da noch? Mana. Das macht aber die Geschichte nur langsam und wir hatten eh genug Mana. Der kommt dann auf unseren Primär. Tja, den finde ich noch gut. Der Rest ist einfach nur Kacke. Also verziehen wir uns. Ah, Eiswelt, okay.
Wir sind viel zu schnell für einen Sniper. Der ist ziemlich schnell. Und der Mana Charge Speed hilft uns ja hier auch, weil der 30 braucht. Boah, man muss mal kurz Luft holen. Ah, hallo Uko. Da gehen wir einfach mal rum. Und tanken gleich den. Ah, wir haben nicht die Reichweite für hier. Sniper, Sniper. Wir haben nicht die Reichweite, das nervt tierisch. Also werden wir halt irgendwie durchlaufen. Jawohl, ich habe beide Sniper zum Vorbeischießen gebracht. Oh, da ist ein Rand. Der, glaube ich, macht Spaß. Warm Pheromone, jetzt müssen wir das Wasser hier eintanken. Und wir sind sogar ganz gut runtergekommen. Und können hier raustauchen. Ganz schön spritzig. Also, eigentlich müssen wir das jetzt da drauf tun. Bloodlust. Und wir laufen in unseren sicheren Tod, aber ist ja auch egal. Revenge Assistance. Das klingt doch gut. Der macht jetzt 44 Schaden. Ah, hier kann man nicht, damit nicht mehr graben. Das habe ich wohl nicht so ganz beachtet. Naja, wir probieren schon. Coming through. Und wir laufen wie ein Einser. Oh, da ist ein Typ. Naja, der klingt langweilig, aber irgendwie auch nicht. Deswegen. Da sind verdammt viele Gegner, also weiter. Den müssen wir kurz killen. Den auch. Ach, was soll's, da auch mal durch. Ja, da geht's ja dahin. Man kann ganz schön schnell spielen, wenn man will. Teleport. Du bist mein Freund. Du kommst auf Platz 2. Ist der. Lange sogar. Electricity Immunity, ach was soll's. Coming through. Oh oh, das war nicht so gut. Dicke Wände hier im Jungle. Nicht gut. 50 Health und wir sind schon wieder durchgelaufen. Ich kann es nicht glauben, dass das geht. Ah, also da haben wir ja sexy Sachen. Der macht 3. Braucht 243 zum Nachladen. Das ist ein bisschen irre. Ah ja, er hat. So viel Mana Charge Speed. Mit
dann noch einen Verteiler. Den aber können wir uns nicht leisten. Schade. Den vielleicht? Nee. Was ist denn da? Ah, das sind die ganzen Fireballs. Tio. Dann nehmen wir die Toxic Immo. Ah, das ist ein übler Anfang. Was? Achso. Und da kann man jetzt nicht oft schießen. Eieiei. Ja, das war ein Fehlgame. Ach, das bringt ja gar nichts. Ah, vorbeigeschummelt. Vorbei? Das ist alle zu langsam für mich. Oh Mann, da muss ich wieder hoch. Das geht ja gar nicht. Wieder hoch. Hoch, runter. Okay. Teleport und ein Traum. Und durch. War gar nicht schlecht. Zack, was hat mich da erwischt? Der hat schon länger auf mich geaimt, ne? Mit dem verabschiede ich mich. Klicke hier Fire Starts. Ja, das ist alles sehr komisch. Und macht's gut. Ein schneller Stream ist vorbei. Alles sehr komisch. Und macht's gut. Ein schneller Stream ist vorbei. Alles sehr komisch.